Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Der Basti und ich, wir stehen hier am Strand und wir haben ein wenig meditiert. Wir haben dem Meeresrauschen gelauscht und sind immer vor den Krabben geflüchtet, vor den Schlammkrabben, die hinten im Bild stehen. Aber wir müssen ja irgendwann einmal weitermachen und da haben wir gedacht, okay, wir machen es heute, denn die nächste Folge ist schon wieder dran. Dazu gehen wir jetzt erstmal nach hier vorne. Ich sollte vielleicht wieder alles einschalten. Ah, gut. Ich habe euch gefunden. Sprecht mit mir für einen Moment, wenn es geht. Seid gegrüßt. Ich bin Vanos Galerion, Oberhaupt der Magiergilde. Ich brauche eure Hilfe. Meine Hilfe? Ja, es wird höchste Zeit, dass Tamriel aus den Fängen Molag Baals befreit wird. Die Anker, die Dädra, die Untoten, sie verwüsten unsere zerbrechliche Ebene der Sterblichen. Ich habe einen Plan und ich brauche eure Hilfe. Ich glaube, ihr seid die Einzige, die mir helfen kann, diese Sache zu Ende zu bringen. Was soll ich eurer Meinung nach tun? Ich möchte, dass ihr Rasumdar trefft, das Oberhaupt der Augen der Königin. Er wird bei der Magiergilde in Himmelswacht sein. Selbst Eirens persönliche Agenten halten meine Idee für vernünftig. Ich komme bald nach. Ich muss nur noch ein paar letzte Vorbereitungen treffen. Ich werde euch treffen. So, Rasumdar müssen wir treffen. Das heißt, wir sind jetzt nicht mehr unten unterwegs. Hier ist jetzt gerade kein Runenstein. Ich wollte gerade sagen, Runensteine brauchen wir nämlich immer. Das heißt, wir sind jetzt nicht mehr in der Zuflucht unterwegs. Das wollte ich ja eigentlich gerade sagen. Wisst ihr, wie lange ich nach euch gesucht habe? Das ist mir egal, wie lange du nach mir gesucht hast, weil du bist jetzt gerade nicht dran mit der Quest. So, und zwar ist das hier oben in Himmelswacht. Da müssen wir dann Rasumdar finden. Einmal den Weg freimachen, bitte. Da bin ich jetzt wieder falsch. In 50% der Fälle vertue ich mich dabei. Hier drüben, Initianten. Ich würde gerne, aber ich kann leider nicht, weil ich gerade bei einer anderen Questreihe bin. Obwohl die dunkle Bruderschaft und so weiter werden wir natürlich auch noch alles machen. Jetzt muss ich mal eben gucken. Ach, da hinten. Nee. Da ist er. Ich wollte gerade schon sagen. So. Es scheint, als wären wir gerade eben erst in Düne gewesen, ja? Es ist gut, dass Ras so flink auf seinen Beinen ist, sonst müsstet ihr auf ihn warten, so wie wir auf die Gildenmeisterin warten. Die Königin sagte etwas über Molag Baal? Ja, Vanos Galerion von der Magiergilde hat nach eurer Anwesenheit verlangt. Er sollte bald hier sein. Was will Vanos? Er bittet um eure Unterstützung bei einer hoffnungslosen Aufgabe. Er möchte die Anführer der Allianzen für ein Treffen zusammenbringen. Eines, bei dem alle Anwesenden überleben. Natürlich ist das Wahnsinn, aber die Königin hat Ras versprochen, er bekommt, was auch immer er sich wünscht. Ich werde helfen, wenn ich kann. Die Königin sagt Ras, dass ihr in ihrem Namen sprecht, ja? Das ist eine große Verantwortung. Besser ihr als Ras. Seid ihr euch bewusst, was geschehen muss? Das bin ich nicht. Was muss getan werden? Bestimmte Botengänge sind unvermeidlich. Gefährliche Botengänge. Diese werden für unser aller Sicherheit sorgen. Dieser muss möglicherweise delegieren. Ja, natürlich. Kariel wird es tun. Ah, das war nicht schwer. Ach ja, Arbeit Ras. Für Kariel. Niemals. Tut es selbst. Was? Warum? Drosse ist ein mörderischer Verrückter. Und Kupferdaria? Sie kann mich nicht besonders gut leiden. Warum ist Kupferdaria unzufrieden mit Kariel? Vielleicht ließ ich ein Gebäude über ihr zusammenbrechen. Versehentlich. Ah ja. Dieser hat vergessen. Nun gut. Ras wird sich darum kümmern. Und er wird Kupferdaria eure wärmsten Grüße zukommen lassen. Entschuldigt meine Verspätung. Verdammt, Ras! Nicht so nah!
Ich finde das ja immer wieder geil. Danke, dass ihr so schnell gekommen seid, Champion. Ich habe mit Gräfin Hakruba über die Kriegergilde gesprochen. Unsere beiden Gilden glauben, die Zeit ist reif, den Kampf nach Kalthafen zu tragen. Aber das bringt uns in eine schwierige politische Lage. Wo liegt denn das Problem? Vertrauen, wie immer. Die Anführer der Allianzen werden nie zustimmen, gemeinsam vorzugehen. Und wenn unsere Gilden nur mit einer Allianz arbeiten, so werden es die anderen beiden als Verrat ansehen. Für unsere beiden Gilden ist unsere Neutralität unsere Stärke. Wir können es uns nicht leisten, auf beiden Seiten zu stehen. Ist die Situation wirklich so schlimm? Der Krieg in Cyrodiil ist lang und blutig und alle drei Allianzen sind schwach aufgestellt. Sie können keine Ressourcen für einen Angriff auf Kalthafen entbehren, ohne sich selbst zu schwächen. Ich möchte alle drei Anführer zusammenbringen. Vielleicht können wir eine Vereinbarung treffen. Was kann ich für euch tun? Ihr seid in einer einzigartigen Position. Ihr dürft mit Autorität sprechen, aber ihr seid keine Anführerin einer Allianz. Ihr seid respektiert. Ihr habt einen Ruf. Vielleicht lassen sie euch zu Wort kommen, bevor sie sich gegenseitig an die Kehlen springen. Kurz gesagt, ihr seid die perfekte Diplomatin. Ihr wollt, dass ich mit den Anführern der Allianzen spreche? Ich habe den perfekten Ort für das Treffen gefunden. Ein neutraler Ort, fernab von umkämpften Territorien. Eine Insel mit dem Namen Stirk. Ich kann euch eine Audienz mit jedem Anführer verschaffen und für eine magische Anreise sorgen. Ihr müsst sie nur davon überzeugen, nach Stirk zu reisen. Ich werde mein Bestes tun. Das ist alles, worum ich bitte. Ich werde das Portal öffnen. Ich glaube, es wäre besser, wenn ich mit euch reise und als neutrale Partei die Vorstellung übernehme. Das könnte die Sache erleichtern. Dann macht das, Varnus. Achso, Portal ist schon da. Verehrter Großkönig Emmerich, ich danke euch dafür, dass ihr an diesem Treffen teilnehmt. Ich würde es nie wagen, eure Zeit ohne guten Grund in Anspruch zu nehmen. Wir kennen einander jetzt schon geraume Zeit, Meister Galerion. Ihr seid nicht für eure kapriziösen Launen bekannt. Doch sagt mir, wer ist eure Begleiterin? Das, Eure Majestät, ist die persönliche Vertreterin von Königin Eiren, gesandt, um mit euch über die bevorstehende Kalthafenkrise zu sprechen. Also schickt Königin Eiren ihren persönlichen Champion in die Festung ihres größten Feindes? Entweder setzt sie sehr viel Vertrauen in euch, oder sie versucht euch umzubringen. Ich bin fasziniert. Kommt, sprechen wir. Bei die Bellas Beinen, ihr seid mir ja eine tapfere Reckin. Sogar die Barden von Wegesruh besingen eure Taten. Ich muss zugeben, ich hatte gehofft, euch eines Tages kennenzulernen. Wir schärfen unsere Klingen am selben Wetzstein, wenn ihr versteht, was ich meine. Es ist mir eine Ehre, Euer Majestät. Dann sagt mir, ist es Wahnsinn, der euch dazu bringt, hier dermaßen hereinzustürmen? Oder wollt ihr euch im Namen eures Volkes ergeben? Wenn dem so ist, nehme ich an. Ich bin gekommen, um über Molag Bal zu sprechen. Das ist zwar ein ziemlich tristes Thema, aber das ist mir immer noch lieber als aufgeregte Worte wie »Ich bin gekommen, um euch zu töten, Eure Majestät« zu hören. Es ist fast ermunternd, dass ihr das nicht gesagt habt. Ihr wollt also über unseren dädrischen Lieblingsfürsten sprechen. Was ist mit ihm? Molag Bals Einfluss wächst. Es ist Zeit, dass wir die Schlacht in sein Reich tragen. Ha, es tut mir leid. Ich glaube, ich muss mich verhört haben. Einen Moment dachte ich, ihr hättet gesagt, ihr wollt gegen einen dädrischen Fürsten kämpfen. Ganz besonders witzig wäre das, wenn ihr dafür auch noch meine Hilfe wollen würdet. Also, was habt ihr gerade noch gleich gesagt? Ich schlage vor, dass sich alle Allianzen auf der Insel Stirk treffen, um eine Erstürmung Kalthafens zu besprechen. Das wäre der reinste Wahnsinn. Aber mir gefällt der Gedanke, sowas in den Geschichtsbüchern neben meinem Namen zu lesen. In Ordnung. Wenn Eiren und Jorun erscheinen, dann werde ich auch da sein. Sollte das allerdings ein Attentat werden, dann werde ich euch mit mir nehmen. Sagt Kariel, dass ich hoffentlich bald mal auf einen Besuch reinschneiden werde. Aus einem Obergeschoss. Sie weiß dann schon, was gemeint ist. Ihr habt euch also mit dem Feind abgegeben, Daria, oder? Nur damit ihr es wisst. Ich wusste das bereits. Oh, ich mische für mein Leben gern, Eure Majestät. Eines Tages werde ich denen mal was ins Essen mischen.
Das lief gut, glaube ich. Sollen wir weitermachen? Wohin geht es als nächstes? Nach Gramfeste, wo Skaldenkönig Jorund auf uns wartet. Mir wurde zu verstehen gegeben, dass sein Palast derzeit unzugänglich ist. Und der Tempel des Tribunals ist aus einer ganzen Reihe von Gründen unpassend. Er hat angeboten, uns auf dem Gildenplatz zu treffen. Sollen wir? Okay. Dann komm, Varnus. Passt auf, was ihr tut, Außenseiter. Gebt uns einen guten Grund und die Wappenträger werden euch auf der Stelle niedermähen. Wir setzen euch in Flammen. Und euch zerschmettern. Nach Fragen? Verehrter Skaldenkönig, ihr wagt ich stehe es, vor euch mit der persönlichen Gesandten von Kyrin fort, Meister Galerion. Meine Begleiterin hofft, mit euch über die bevorstehende Kalthafenkrise reden zu dürfen. Von dieser da habe ich schon gehört. Der Skaldenkönig schätzt die Tapferen und die Ungestümen, selbst unter seinen Feinden. Kommt, Gesandte, reden wir. Da ihr den weiten Weg hierher gekommen seid, werde ich eure Hinrichtung aufschieben. Aber wählt eure nächsten Worte weise. Ich bin kein geduldiger König. Vielen Dank, dass ihr mit mir sprecht, hochverehrter Skaldenkönig. Nun, ich bin sowohl misstrauisch als auch neugierig. Falls ihr allerdings eine Attentäterin seid, dann tut, was ihr tun müsst. Aber vergesst nicht, ihr werdet mit mir nach Sovngarde kommen. Ihr fürchtet den Tod nicht? Den Tod zu fürchten, heißt das Leben fürchten. Ich bin ein Nord. Wenn meine Zeit kommt, dann heiße ich ihn willkommen. Sovngarde wird glorreich sein. Keine Sitzungen, keine Intrigen. Aber ihr seid nicht zum Philosophieren gekommen. Was wollt ihr? Es ist Zeit, dass wir die Schlacht zum Molag Bal tragen. Und wer würde das tun? Alle drei Allianzen? Haben Portalreisen euer Hirn durchgeschüttelt? Sprecht einfach. Worum wollt ihr mich bitten? Ich schlage eine Versammlung vor. Ein Treffen aller drei Allianzanführer auf der Insel Störk. Wo die Armee aller Flaggen geboren wurde. Wenn die anderen Anführer zustimmen, nehme ich teil. Wenn es nichts bringt, sollte es zumindest eine gute Geschichte abgeben. Und jetzt geht, bevor mein Abendmahl kalt wird. Ja, Varnus, das lief doch recht gut. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Gute Arbeit. Wir müssen zurückkehren und mit den Vorbereitungen beginnen. Los geht's. Wir haben viel zu tun. Kommt. Auf, geh vor. Übrigens, was ihr hier auch dann in der Zeit immer schön machen könnt, dass ihr hier euch noch ein bisschen, das wollte ich eigentlich bei der anderen Allianz auch schon zeigen, ich habe es aber eben vergessen, dass ihr hier noch so ein bisschen rumlauft und einfach mal die ganzen Sachen einsammelt. Vorausgesetzt natürlich, ihr habt ESO Plus, weil andernfalls ist es, glaube ich, nicht so eine gute Sache, hier alles einzupacken, weil das doch viel, viel zu lange dauern würde. Ich mach das mal eben schnell. Ne, hier hinten ist, glaube ich, nichts mehr. Doch, hier ist noch was. Und dann können wir durchs Portal. Achso, ich muss erst noch mit ihm reden. Alle drei Anführer haben zugestimmt, sich mit uns auf Stirk zu treffen. Jetzt kommt der schwierige Teil. Das war noch nicht der heikle Teil? Einzeln sind die Anführer ja einigermaßen bei Sinnen und geradezu vernünftig. Aber wenn man sie zusammensteckt und... Nun, ihr werdet es schon noch früh genug sehen. Alles ist vorbereitet. Seid ihr bereit, zum Gipfel zu reisen? Ich bin bereit. Dann werde ich, mit eurer Erlaubnis, das Portal nach Stirk öffnen. Möge Auriels Hand uns alle leiten. Öffnet das Portal. Wir sind bereit, Varnus. Einen Augenblick, bitte. Ich werde auf der anderen Seite auf euch warten. Was? Der hat einfach nur mit dem Finger geschnippt und unser das war's jetzt? Unser Repräsentant Hauptmann Alfauri ist für die Sicherheit auf Stirk verantwortlich. Er hat uns versichert, dass dort alles in Ordnung sei, aber seid dennoch auf der Hut. Viel Glück. Willkommen auf der Insel Stirk. Repräsentanten aller drei Allianzen sammeln sich am Treffpunkt. Er befindet sich gleich dort vorn, durch die Ruinen. Sind die Anführer der Allianzen schon eingetroffen?
Mir wurde gesagt, sie kämen jeden Moment durch Portale am Treffpunkt an. Nach all dem Blutvergießen in Cyrodiil fürchte ich, dass sie einander nur schwerlich trauen werden. Vielleicht könnt ihr ihnen dabei helfen, zu erkennen, wie weise eine Zusammenarbeit wäre. Ich werde mein Bestes tun. Ich beneide euch nicht um diese Aufgabe. Wir haben bereits eine ganz ordentliche Gruppe von Experten für die Invasion Kalthafens versammelt. Auf dem Weg zum Treffen werde ich euch einige von ihnen vorstellen. Geht voran! Zwei Könige und eine Königin, die keinen Fingerhut Geduld füreinander aufbringen können. Es wird schwer, einen Kompromiss zu finden. Das versichere ich euch. Ja, aber wir müssen es natürlich trotzdem versuchen. Schaut, es ist Fürstin Laurent. Hallo, Fürstin. Vorsichtig damit, ihr ungeschicktes Ding. Nun beeilt euch, wir verpassen doch alles. Ich werde eures Zaubers nie überdrüssig, Fürstin Laurent. Der leibhaftige Vanus Galerion. Vielen herzlichen Dank für diese Gelegenheit. Bitte, lenkt mich. Ich hatte ja keine Ahnung, dass der Gipfel auf der legendären Insel Stirk stattfinden würde. Sie scheint mir eine passende Wahl. Hier trafen sich einst die Anführer der ersten Ära und versammelten die Marine aller Flaggen, um gegen die Krecken anzutreten. Ich kann es kaum abwarten zu sehen, welche Überraschungen Molag Bals Reich noch für uns bereithält. Wir sind hier, um Krieg zu führen und nicht um Sehenswürdigkeiten anzuschauen, meine Dame. Keine Sorge, Vanus. Ich kann auf mich und meinen nutzlosen Lumpen von einem Leibdiener aufpassen. Stibbons, habt ihr diese Taschen noch immer nicht gepackt? Bei euch ist wirklich Hopfen und Malz verloren. Lebt wohl, meine Dame. Wir müssen uns sputen. Wir werden auf dem Gipfel erwartet. Werden wir. Aber wir müssen jetzt zwischendurch noch mal eben was mitnehmen. Wunderbar. Es ist Tellinger. Hier kommt Tellinger, der Artefaktor selbst. Muss es immer erst eine Krise geben, bevor ihr euch von euren Spielzeugen losreißen könnt, Telly? Vanus, eure Roben riechen nach gescheiterten Experimenten und eure Worte sind nur wenig geistreich. Sagt mir, Telly, aus welcher Dwemer-Müllhalde seid ihr diese Woche gekrochen? Ihr müsst lernen, denjenigen Respekt zu erweisen, die euch überlegen sind. Lasst mich doch bitte wissen, falls mal einer vorbeikommt, ja? Dafür habe ich weder die Zeit noch die Energie, Tellinger. Daher wünsche ich euch nun einen guten Tag. Und das Lustige ist, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich genau, also nicht wortwörtlich, aber sinnbildlich genau die gleiche Antwort im Kopf gehabt. So. Der für die Sicherheit verantwortliche Hauptmann Alfauri ist dort drüben. Hauptmann Alfauri, wurde die Insel gesichert? Jawohl, alle Schiffe in der Gegend wurden von der Insel umgeleitet und die Schutzzauber sind an Ort und Stelle. Und die Anführer der Allianzen? Sie werden jeden Augenblick hier sein. Sobald ihr könnt, solltet ihr dorthin aufbrechen. Wir sind auf dem Weg. Vielen Dank, Hauptmann. Wir müssen uns sputen. Ja, wir müssen uns sputen, aber wie immer müssen wir erstmal kurz gucken. Ich mache das ja jetzt nicht nur, damit ich die Sachen einsammeln kann, sondern damit ihr natürlich auch seht, lohnt es sich hier ein bisschen rumzulaufen oder nicht. Was kann man hier alles so kriegen und ja, wo muss ich hin, um ein paar Sachen zu kriegen? Also hier kriegt ihr sehr viele... oder generell so bei solchen Sachen eigentlich, bekommt ihr sehr viele Nahrungsmittel, das muss ich dazu sagen, weil viele Vorräte natürlich hier stehen für den Krieg will ich jetzt nicht sagen, für das Treffen im Endeffekt. Die Leute müssen ja auch irgendwie was essen, die können ja nicht hier alle verhungern. Andererseits, sie kommen mit einem Portal an, theoretischerweise würde es egal sein, natürlich steht der jetzt hier mitten im Weg, das war klar. So, wir gehen aber jetzt weiter zu den Allianzführern. Großkönig Emmerich vom Dolchsturzbündnis. Königin Eiren vom Altmeri-Dominion. Jorun, der Skaldenkönig vom Ebenherzpakt. Wir müssen unsere Differenzen ausräumen, sonst ist dieser Angriff schon jetzt zum Scheitern verurteilt. Woher wissen wir, dass das kein Trick ist? Ein kluger Plan, um unsere Streitkräfte abzulenken, während eure Armeen die Kaiserstadt einnehmen. Ich dachte, Dolche im Rücken wären eure Spezialität, Emmerich. Bitte, seid ihr denn beide so arrogant? Eure Waffen sind Spielzeuge im Vergleich zu den Schrecken, über die Molag Bal gebietet. Ich werde nicht die Zukunft meiner Untertanen aufs Spiel setzen, wenn ich als Sicherheit nur das Wort eines Eisbarbaren und einer Halbstarken habe. Ich fürchte um Tamriels Zukunft,
falls je einer von euch beiden auf dem Rubinthron sitzen sollte. Seit wann schert euch denn euer Volk? Ihr hebt doch nie einen Finger, außer um euer Gold zu zählen. Bitte, Hoheiten, dieses Gezänk führt doch zu nichts. Was für eine Zeitverschwendung. Halsstarrige Narren, alle beide. Was für ein Durcheinander. Verzeiht, Vanus, aber ich werde nach meiner Löwengarde schauen. Ja, das waren die drei Anführer der Allianzen. Wie die kleinen Kinder im Kindergarten. Widerspenstige Narren. Ihr Stolz wird uns alle töten. Ist die Kriegergilde da anders? Wir dienten als erste Verteidigungslinie gegen Molag Bals Invasoren und vernichteten seine dunklen Anker in ganz Tamriel. Sie haben es geschafft, ihre eigenen Reihen zu lichten und halb Cyrodiil einzuebnen. Was meint ihr? Wäre die Kriegergilde bereit, in Kalthafen einzufallen? Bereit und fähig. Doch wie die Magiergilde zwingt auch uns der Nicht-Einmischungspakt zur Untätigkeit. Die Allianzen dulden unsere Anwesenheit in ihren Reichen nur, wenn wir neutral bleiben. Solange nicht alle drei Allianzanführer ihre Zustimmung geben, sind uns die Hände gebunden. Unglücklicherweise verläuft dies so gut, wie ich es erwartet habe. Wie können wir sie zur Vernunft bringen? Selbst wenn wir sie dazu bringen können, ihre Streitigkeiten beizulegen, werden sie trotzdem niemals zustimmen, Truppen nach Kalthafen zu entsenden. Dann bliebe Cyrodiil nämlich ungeschützt. Die Gilden können den Angriff anführen, aber nur, wenn alle drei Anführer zustimmen. Eine interessante Idee. Aber sie müssten erst einmal aufhören, sich zu streiten, um überhaupt darüber nachdenken zu können. Warum besucht ihr nicht jeden der Anführer in seinem jeweiligen Lager und seht, ob sie einzeln vernünftig mit sich reden lassen? Das machen wir. Sofort. Diese Königin von euch hat Mumm, das gestehe ich ihr gerne zu. Aber sie hat kein Recht, ihren Willen ganz Tamriel aufzuzwingen. Ich habe einen Vorschlag. Das ist schon mal mehr, als ich von denen kriege. Was schlagt ihr vor? Schickt die Gilden nach Kalthafen. Ich stelle weder ihre Entschlossenheit noch ihren Mut in Frage. Aber sie sind nur wenige. Und die Anhänger Molag Bals sind übermächtig. Die Gilden haben beträchtliche Erfahrung im Kampf gegen Dedra. Bei Arkais Bart, ihr seid aber wagemutig. Aber ihr könntet recht haben. Falls ihr es schafft, den Barbaren und die kindliche Königin davon zu überzeugen, sich darauf einzulassen, dann werde ich ernsthaft darüber nachdenken. Sehr schön, Emmerich. Genau das wollte ich nämlich von dir. So, hier könnt ihr dann einmal so die Runde drehen und da gibt es dann immer mal wieder ein paar Sachen, wo man was Gutes rausbekommt. Das machen wir mal eben, wenn der Typ jetzt hier nicht so im Weg stehen würde. Machen wir das mal eben nebenbei. So. Eigentlich wollte ich sowas ja nicht bei der Aufnahme machen, aber das ist so prädestiniert dafür, weil das ist tatsächlich so ein Ort, wo man wahnsinnig viel einsammeln kann. Und ja, zum einen möchte ich euch das natürlich zeigen. Ich nehme hier die ersten Sachen schon mal mit. Mit vereinten Kräften hätten wir womöglich eine Chance, aber unser Misstrauen reicht zu tief. Ich fürchte, wir werden uns nie einig werden. Es gibt eine Alternative. Gibt es die? Was schwebt euch vor? Wir könnten die Gilden nach Kalthafen schicken. Vielleicht. Aber wir wissen nicht genug über Kalthafen, um wirklich vorherzusehen, was sie dort erwarten wird. Wenn wir den anderen Allianzen nicht trauen können, welche Wahl haben wir dann? Ein hervorragendes Argument. Na schön, wenn ihr die anderen Anführer davon überzeugen könnt, dann unterstütze ich euch. Sehr schön. Damit haben wir schon mal zwei. Dann nehmen wir hier nochmal eben die Sachen mit, die hier rumliegen. Kann ich euch, wie gesagt, wirklich nur empfehlen. Ich meine, ich kann es euch natürlich auch empfehlen, wenn ihr kein ESO Plus habt, aber dann müsstet ihr halt selber gucken, was ihr davon behalten wollt und was nicht. So kann ich einfach reingreifen und ja, nimm einfach alles mit. Die war schon offen. Weil das der Ausgang ist. Okay, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. So, dann der letzte der drei Dickköpfe, Allianzführer. Spart euren Atem. Von einem Schoßhund der Altmeer lasse ich mich nicht umstimmen. Wir müssen zusammenarbeiten. Und was ist mit dem Krieg in Cyrodiil?
Wenn ich Truppen für diese Invasion bereitstelle, wird der Pakt auf dem Schlachtfeld massiv in der Unterzahl sein. Was wäre, wenn wir die Gilden nach Kalthafen schicken? Ha! Zaubermeister und Söldner gegen die dädrischen Horden? Ohne den Ebenherzpakt haben sie nicht die geringste Chance. Wollt ihr, dass sich die Geschichte an euch als den König erinnert, der sich Molag Bal ergeben hat? Wie könnt ihr es wagen? Ich sollte euch auf der Stelle töten. Die Geschichte wird sich an den Skaldenkönig als die Geißel Molag Bals erinnern. Ich werde euren tollkühnen Plan unterstützen. Und jetzt geht mir aus den Augen. So, man muss nur wissen, wie man mit den Leuten redet. Manche muss man einfach verbal mal eins in die Fresse hauen und dann ist gut. Ich glaube, das ist wie damals mit den Männern. Ich sag jetzt mal so Mittelalter die Ecke rum. Die haben sich dann ja auch geprügelt. Vielleicht machen sie es heute auch noch. Ich bin mir nicht sicher, aber die haben sich dann einfach mal eben geprügelt, sind danach irgendwie eine Runde Mehl trinken gegangen und haben dann gesagt, so, jetzt haben wir alles beiseite gelegt. Weiß ich nicht. Das ist mein Weibsbild, er weiß es jetzt oder keine von uns beiden kriegt sie, weil eigentlich ist er zu hässlich oder irgendwie sowas in der Art. Die haben das auf jeden Fall auch auf eine ähnliche Art und Weise geregelt. So. Vanus, bist du bereit? Glück gehabt? Oder stecken sie weiter in einer Sackgasse? Sie spielen mit dem Gedanken, sind aber nicht überzeugt. Ich hoffe, sie kommen bald zur Vernunft. Sonst verlieren wir das Überraschungsmoment. Sie vertrauen einander nicht. Und das aus gutem Grunde. Aber je früher sie zu einer Übereinkunft gelangen, kommt euch die Luft auch merkwürdig vor? Eigenartig. Es fühlt sich plötzlich so an, als würde ein Sturm aufziehen. Ein Sturm? Vanus, was ist los? Das gefällt mir ganz und gar nicht. Er ist gekommen? Ich kann nicht. Kaldien, was geschieht hier? Geht! Schafft euch fort! Lauft! Das sind die großen Anführer Tamriels? Erbärmlich. Aber wie bequem für mich, dass sie sich alle an einem Ort versammelt haben, damit ich sie wie Ungeziefer zerquetsche. Bleib zurück, Gräfin! Das Ungeziefer wehrt sich! Wie amüsant und doch so traurig. Ganz Nirren wird mir gehören. Kaldien! Beschützt die Anführer. Besiegt Molag Bals Schergen und schließt die instabilen Risse. Ich werde tun, was ich kann, damit sich keine weiteren Risse öffnen. Beschützt mich, Gräfin! Mit Vergnügen, Vanus. Wer sagt, dass die Gilden nicht zusammenarbeiten können? Beschützt mich, Gräfin. Ich denke, Vanus ist ein, ich muss mich mal wieder auf Laufen stellen, ist einer der mächtigsten Magier. Beschützt mich, Gräfin. So, was ich übrigens mal vergessen hatte, ich habe mal alle drei getötet und mich dann gewundert, warum die Quest nicht weiterging und dann festgestellt, dass ich die instabilen Risse vergessen habe zu schließen. Obwohl die das, glaube ich, extra noch gesagt hatten gerade. Also, wenn euch das auch passiert, dann wisst ihr, was ihr machen müsst. Oder worauf ihr achten müsst. Hallo. Uns geht es dir noch gut, dass ich hier unter der Massenkontrolle leide. Lass die, geh mal weg da. Du hast aber auch die Angewohnheit, immer mitten im Weg rumzustehen. Aber wenn du jemanden tanken sollst, dann stehst du komplett woanders rum. Der ist ein bisschen eigenwillig. Vielleicht habe ich ihn in letzter Zeit nicht so gut behandelt oder so. Ich weiß es nicht. So, also diese mega großen, mega starken Schergen halten nicht allzu viel aus, wie ihr seht. Ich dachte, wir wären hier sicher, verborgen vor dem Feind. Der Gott der Intrigen wird Tag für Tag mächtiger. Da müssen wir schleunigst handeln. Abgemacht. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen den Kampf zu ihm tragen.
Könnt ihr ein Portal nach Kalthafen öffnen? Ja, am Aileidenbrunnen in der Mitte der Insel. Vielleicht wird dieser Angriff die Anführer von Nutzen einer Zusammenarbeit überzeugen. Nach dieser schrecklichen Machtdemonstration glaube ich nicht, dass sie eine andere Wahl haben. Verehrte Anführer, ihr habt das Antlitz unseres Feindes gesehen. Molag Bal bedroht sämtliches Leben in Tamriel. Die Magiergilde und die Kriegergilde haben eingewilligt, einen gemeinsamen Angriff auf Kalthafen zu unternehmen. Vertraut auf uns. Bewilligt unser Vorhaben. Gewährt uns euren Segen. Wir werden euch nicht enttäuschen. Vanus hat recht. Die Gilden sind unsere beste und einzige Wahl. Schickt sie nach Kalthafen. Ich gebe es nur ungern zu, aber ich bin Emmerichs Meinung. Mir geht es ebenso. Es scheint, als ob ein Großteil des Misstrauens zwischen unseren Allianzen vom Gott der Intrigen gesät wurde. Molag Bal labt sich an Täuschungen und Chaos. Aber mit Verlaub, dieser Allianzenkrieg ist euer eigenes Werk. Gräfin Hakruba, versammelt die Überlebenden beider Gilden im Innenbereich von Stirk. Der Champion und ich begeben uns nun dorthin, um das Portal zu öffnen. Wir folgen euch auf dem Fuße, Vanus. Die Zeit ist gekommen, Champion. Auf geht's! Dann auf, Vanus. Lauf etwas schneller. Ach, ich laufe einfach schon mal vor. Ich weiß ja, wo ich hin muss. Ich warte dann auf dich. Möge Stendar über uns alle wachen. Ich weiß, ich bin ein kleiner Angeber, dass ich so schnell laufen kann. Wir sind so bereit, wie wir es nur sein können. Sind das alle? Leider ja. Es ist nicht die gewaltige Armee, auf die wir gehofft hatten. Aber da Molag Bal nun weiß, dass wir kommen, könnte eine kleinere Gruppe unsere einzige Hoffnung sein, unbemerkt in Kalthafen einzudringen. Lasst uns loslegen. Es ist schwierig vorherzusagen, wo ihr ankommen werdet, wenn ihr Kalthafen erreicht. Seid auf der Hut, meine Freundin. Ja, sehr viele sind das wirklich nicht. Aber Kettle. Hallo, was ist das denn? Ihr habt also überlebt, nicht wahr? Sehr gut, sehr gut. Wo sind denn alle? Was für ein übles Pech. Sie sind in Kalthafen angekommen, aber an ganz unterschiedlichen Orten. Verdammt unberechenbar, solche Portale ins Reich des Vergessens. Von Molag Bals Verteidigung ganz abgesehen. Fiese Viecher treiben sich hier herum. Zieht los über die Brücke und weiter ins Inland. So ist recht. Willkommen zurück in Kalthafen, alte Freundin. Freut mich, euch wiederzusehen. Ich hatte schon Angst, ihr hättet es nicht geschafft. Was liegt jenseits der Brücke? Welche Brücke? Gibt es da eine Brücke? Brücken sind knifflige Dinge. Unter ihnen leben gerne allerlei grässliche Kreaturen. Bei dieser da ist das anders. Sie führt in die leere Stadt. Die leere Stadt? Ein schrecklich öder Ort und ein wirklich hässlicher Anblick, wenn ihr mich fragt. Aber ich schätze, dass ihr dort wohl anfangen wollt, eurer Obliegenheit nachzugehen. Obliegenheit? Was für ein wahrhaft famoses Wort. Obliegenheit. 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 Ich liebe es einfach, wie leicht es einem von der Zunge geht. Genau. Ich werde mich zu dieser leeren Stadt aufmachen. Willkommen zurück in Kalthafen, alte Freundin. Freut mich, euch wiederzusehen. Ich hatte schon Angst, ihr hättet es nicht geschafft. Wo bin ich hier genau, habe ich gerade schon gesagt. Willkommen in den wunderschönen Gärten von Kalthafen. Schaut euch ruhig um. Heute ist ein wunderbarer Tag dafür. Saugt das Ambiente in euch auf, den Prunk und all die Wunder. Erzählt mir von euch, Kettbill. Ich habe irgendwie das absonderlichste Gefühl, dass wir dieses Gespräch schon einmal geführt haben. Oder hatte ich das schon erwähnt? Wie dem auch sei. Ich bin Sir Catwell, der unerschrockene Ritter vom Hofe Kalthafens. Champion der Ritterlichkeit, Beschützer der Schutzlosen, Hirte der Seelenberaubten. Seid ihr des Wahnsinns? Wahnsinn? Der kommt aus dem Norden, oder? Ich glaube nicht, dass ich schon das Vergnügen hatte. Wovon sprecht ihr? Spreche ich denn nicht die Gemeinsprache von Nirn? Einsprachig sie fließend, aber die Zeit läuft immer weiter, nicht wahr? Tut mir leid, ich habe die Frage vergessen, auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass ich sie schon beantwortet habe. Ihr solltet wirklich besser aufpassen. Ihr hattet eine Brücke erwähnt. Habe ich? Daran erinnere ich mich gar nicht.
Gleich vor uns liegt eine Brücke. Sie führt zur Stadt. Derzeit ein eher trostloser und leerer Ort, aber mit ein bisschen Farbe und der einen oder anderen Topfpflanze. Und ehrlich gesagt habt ihr im Moment keine große Wahl. Jetzt aber los mit euch! Ja, Catville enttäuscht einen nie. So, wir allerdings, wir müssen jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen, sonst wird die Folge wirklich viel, viel, viel zu lange. Und wir sehen dann in der nächsten Folge, was es mit der leeren Stadt so auf sich hat. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.